Dem muss man eigentlich nur noch einschalten, die Medien, egal welches Nachrichtenkanal ist, und man findet Hinweise für Propaganda an allen Ecken und Enden. Und ein wirklich geniales Bild für Indoktrination und Meinungsmache habe ich gefunden. Ich bin mir gar nicht mal ganz sicher, wo das jetzt war. Auf jeden Fall möchte ich euch mal das kurz Denn vorspielen. Putin versteht in unserer Klasse niemand, außer ein paar Putin-Versteher. Deshalb haben wir gestern einen Ausflug in den Zoo gemacht und einen echten Putin-Erklärer getroffen. Der hat uns dann alles über den Putin erklärt. Also, der Putin ist der König der Tiger und der braucht mächtig viel Platz, weil so ein Putin ist schnell. Der kann in 2 Wochen in Kiew sein. Als Alpha-Tier hat der Putin keine natürlichen Feinde, weil er die alle gefressen hat. Aber sein Lebensraum ist trotzdem bedroht, weil skrupellose Wilderer seinem Revier immer näher kommen. Das darf man aber nicht, weil, wenn ein Putin sich bedroht fühlt, wird er unberechenbar. Dann taucht er auf einmal in Regionen auf, wo er gar nicht heimisch ist. Und alle kriegen Angst vor ihm. Nur weil seine engagierten Freunde dafür sorgen, dass er sich auch in seinem neuen Revier richtig wohlfühlt und ihn kein Fluglärm stört. Dabei sucht der putzige Putin doch nur nach einem Platz zu überwintern. Und wer weiß, wenn sich noch mehr Menschen für den Putin engagieren, ist er vielleicht schon bald wieder in ganz Europa zu Hause. Und beim nächsten Mal hat Jimek versprochen, erklärt er uns, warum sich manche Alpha-Tiere auch untereinander paaren. Also ich denke mal, das war ein satirischer Beitrag. Ja. Das ist, ich sehe es in der ARD, ist das gekommen. Ich habe es im Netz gefunden, gestern wirklich erst durch einen Link von einem Zuschauer, der hat mir das geschickt und gesagt, guck mal, kennst du das schon? Und ja, es ist Satire, es ist im Endeffekt überspitzt dargestellt, aber wenn man so mal ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist ganz klar, was damit ausgedrückt werden soll. Also Europa muss Angst haben vor den Großmachtsbestrebungen der Russen und speziell des Großmachtfürsten Putin. Und das ist ein Unding eigentlich. Also es geht gar nicht. Das ist eine vollkommene Verdrehung der Tatsachen, was jetzt passiert. Und ich möchte euch heute im Endeffekt so eine Art Presseschau präsentieren, dass ich von wichtigen Artikeln und Kolumnen, die ich gefunden habe, euch gewisse Passagen zeige, die das im Endeffekt so klar darstellen, wie wir hier in eine reale Kriegsgefahr gelogen werden. Und zwar massiv und nicht nur vereinzelt von irgendwelchen versprengten Journalisten, die denken, sie haben jetzt da irgendwie eine Möglichkeit, sich da zu profilieren, sondern dass wirklich von ganz oben her diese Agenda vorangetrieben wird, um im Endeffekt uns mit mit dieser Propaganda weiter und weiter zu manipulieren. Und noch etwas so zum Einschub, dieser Begriff Verschwörungstheorie, der wird ziemlich inflationär benutzt in den letzten Jahren für alle Menschen, die sich wagen, aus der Deckung hervorzukommen und zu sagen, hallo, Moment, hier gibt es Dinge, die laufen nicht so gut. Dieser Begriff kommt eigentlich von der CIA. Der wurde von der CIA, wie soll ich sagen, nicht gegründet, sondern dann haben sich die ausgedacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, damals, als 1963 Kennedy erschossen worden ist, gab es relativ früh schon Erklärungen oder andere Stimmen und Meinungen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ja, mittlerweile ist es ja bekannt, nach 50 Jahren, was da eigentlich mehr oder weniger passiert ist. Der Film von Oliver Stone 1991 hat ziemlich viel aufgedeckt. Also, man kann schon davon ausgehen, dass das eine von Staats wegen orchestrierte Verschwörung war. Und diese alternativen Denkweisen und Meinungen gab es auch schon Anfang der 60er Jahre. Relativ kurz, so ein, zwei Jahre nach dem Attentat, ist das alles schon
ziemlich gut aufgearbeitet worden von Aktivisten und Intellektuellen aus Amerika. Um gegen dieses intellektuelle Vorgehen, um gegen diese Intellektuellen vorzugehen, hat die CIA eine Strategie sich ausgedacht, indem man ein Meme, einen Begriff kreiert hat, um von diesen sogenannten Ermordungstheorien abzulenken, also von diesen Assassination Theories, wie sie damals heißen, hat man sie auf einmal Conspiracy Theories genannt. Es gab ein Memo an alle FBI-Beamten in Amerika, in dem klipp und klar gesagt wurde, dass in Zukunft all diejenigen, die von Ermordungstheorien sprechen, dass Kennedy also quasi nicht von Lee Harvey Oswald alleine, sondern von Staats wegen ermordet wurde, dass man die als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, um somit quasi einen Begriff in eine Richtung zu schieben. Also es sind dann Kommunisten, das sind Linke, und man hat ihnen alle möglichen Labels angehängt, nur um von den eigentlichen Fakten ab. Zu lenken. Und dieser Begriff Verschwörungstheorie, der wird seit dem 11. September eigentlich permanent benutzt, sobald irgendeine neue Information in den Medien auftaucht und den Status quo der Massenmedien oder des herrschenden Systems in Frage stellt. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Floskel, die im Endeffekt nichts Richtiges aussagt. Weil wer sich wirklich mit diesen geschichtlichen Fakten auseinandersetzt, wer die Bücher liest, der Historiker und die ganzen Seiten und alles, was es da gibt mittlerweile, der wird feststellen, dass es keine Verschwörungstheorien gibt, sondern es gibt Verschwörungen, und zwar schon die ganze Zeit. Im Endeffekt hat mal einer gesagt, wenn die Eltern dem Kind vorgaukeln, dass der Weihnachtsmann kommt, dann ist das im Endeffekt schon die erste Form der Verschwörung. Ja, weil die Eltern sich gegen das Kind verschworen haben. Das ist natürlich ein profanes Beispiel. Aber wer sich halt wirklich die Mühe macht und mal nachguckt, was war die Hintergründe für den Vietnamkrieg zum Beispiel oder den Koreakrieg oder die ganzen Golfkrieg 1, 2, 3, 11. September, Libyen und so weiter, der wird feststellen, dass es immer wieder die gleichen Menschen sind oder die gleichen Institutionen sind, die gewisse Pläne schmieden, umsetzen zum Leid und zum Schaden von vielen, vielen Menschen auf der Welt. Und wenn Leute kommen und das aufdecken wollen, wird es einfach als Verschwörungstheorie gebrandmarkt. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984.